Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das Ergolife Indoor Fitness Bike. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieser Heimtrainer für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum Cycling-Bike werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Fitness zu Hause ist ein großer Trend, wurde nochmal stärker im Jahre 2020, einfach deswegen, weil man gar nicht mehr in die Fitnessstudios gehen konnte. Und jeder Sportler weiß, aus der Fitnessroutine rauszukommen, das ist meistens nicht so optimal. Da geht dann oft auch die Motivation flöten und so haben viele Leute überlegt, okay, was könnte man machen? Und Fitnessgeräte für zu Hause sind dann natürlich eine naheliegende Lösung. Preislich finde ich interessant, was dir hier aus dem Hause Ergolife geboten wird, würde ich insgesamt betrachtet als ein faires Angebot für ein Fitnessgerät bezeichnen. Das ist meine Einschätzung. Ob es für dich der passende Heimtrainer ist oder nicht, das kannst du natürlich alleine entscheiden. Es gibt einige Fitnessgeräte auf dem Markt, also schau einfach mal in Ruhe und Frieden, welches am besten zu deinen Vorstellungen passt. Und genau, designtechnisch sieht es auch sehr modern aus, wie ich finde, braucht sich definitiv nicht zu verstecken in der Wohnung. Und ja, insgesamt betrachtet kann man mit so einer Gerätschaft schon ein ordentliches Workout zu Hause absolvieren, wie ich finde. Wir können auf jeden Fall auch noch über das Thema Motivation für Sport zu Hause sprechen, weil das ist auch wirklich ganz wichtig, ja. Vielleicht können wir uns auch noch ein bisschen diese Gerätschaft noch näher anschauen in Sachen Ausstattung. So, was haben wir denn hier? Ein weicher gepolsterter Sitz, das ist für das Training auf jeden Fall sehr wichtig. Dann hast du hier noch einen LCD-Monitor, der dir einiges anzeigen kann, wie Trainingszeit, Geschwindigkeit und noch einiges anderes. Solche Daten können auch immer ganz nützlich sein für das eigene Fitness-Workout. Insgesamt betrachtet bin ich der Ansicht, dass hier ein solides Fitnessgerät zu einem fairen Preis geboten wird. Ja, ob es für dich die richtige Trainingsgerätschaft ist, das kannst du allerdings alleine am besten entscheiden. Deswegen mach dir doch noch dein eigenes Bild zum Ergolife Indoor Fitness Bike. Das Amazon-Angebot werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. So, jetzt nochmal zum Thema Motivation für Fitnesstraining zu Hause. Musik kann da wirklich sehr gut helfen. Das ist ja der Vorteil. Wenn du zu Hause trainierst, kannst du im Optimalfall die Musik so laut anmachen, wie du möchtest, solange es dort halt auch keinen stört. Und außerdem ist auch die Ernährung sehr wichtig für die Motivation beim Sport. Die richtige Ernährung haben viele Leute schleifen lassen im Jahre 2020, aber jeder Sportler weiß, das gibt wirklich viel Power, wenn man sich gesund ernährt. Deswegen nochmal der Tipp an dieser Stelle, auch darauf zu achten. Insgesamt betrachtet, ja, wie ich finde, kann das Training zu Hause im Home Gym durchaus ein Ersatz für das Fitnessstudio sein? Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass dir mein Video weitergeholfen hat. Danke für deine Aufmerksamkeit und viel Erfolg für deinen Workout.